Ja, servus Leute, herzlich willkommen mal wieder ein neues Video FIFA 17 Squad Building Challenges. Wir haben wieder wie jedes Wochenende die Top-Partien und da gibt's diesmal 5000 Münzen zu holen und ich zeig euch einfach mal, was die Spiele sind, was ich da für Mannschaften gebaut habe. Hauptsächlich natürlich wieder aus meinem Verein, aber ich sage euch auch ein bisschen, was ihr oder worauf ihr achten müsst, damit ihr die Challenge auch mit gekauften Spielern absolvieren könnt. Zunächst brauchen wir mal Paris gegen Olympique Marseille. Da brauchen wir mindestens zwei PSG-Spieler, mindestens zwei von Marseille. Genau 11 Ligue 1-Spieler, mindestens zwei seltene Spieler und 95 Chemie. Dafür bekommen wir 1000 Münzen und ein Premium-Goldspieler-Set. Ist eigentlich ganz gut für das, was man hier einschicken muss. Ihr seht, ich habe hier einige Bronze-Spieler. Es gibt nämlich keine Kriterien für die Teambewertung. Was ziemlich gut ist, ihr könntet praktisch eine komplette Bronzemannschaft hier bauen, wenn ihr die Spieler dazu habt. Aber das hatte ich jetzt nicht. Ich hatte jetzt hier vier Bronzespieler drin. Zwei oder meine zwei seltenen Spieler habe ich allein schon durch die Bronzespieler, aber ich habe jetzt auch noch von PSG zwei seltene drin, weil ich die gerade im Verein hatte. Die müsstet ihr aber nicht verwenden. Und dann gehe ich einfach mal die Spieler durch, würde ich sagen. Wir haben von Marseille diesen Bronzespieler hier, den Bill. Ich schätze mal, oder ich vermute mal fast, dass der ziemlich selten ist, aber aktuell. Aber ich habe den untradable, wie ihr gerade gesehen habt. Und der Stürmer hier, mal schauen. Ja, der ist auch ungefähr 2000 wert aktuell. Also ich denke mal, da könntet ihr auch Goldspieler nehmen, die werden ungefähr genauso viel kosten. Und dann würde ich sagen, unsere PSG-Spieler sind hier Kurzawa und Jesse Rodriguez. Da gibt es sicherlich auch günstigere Alternativen als Jesse Rodriguez. Ich hatte den gerade im Verein. Vielleicht können wir auch kurz mal schauen. Ich packe den mal in den Verein und wir suchen einfach mal live hier einen günstigen PSG-Spieler, den wir hier verwenden können. Schauen wir einfach mal im Dream Squad nach. Wir haben hier eigentlich nur Ben Arfa für das ZOM. Dann könnten wir im ZM verwenden. Rabiot wäre wahrscheinlich der günstigste hier. Oder mal schauen, wen es noch fürs ZDM gibt. Krychowiak ist, glaube ich, auch ziemlich günstig. Da schauen wir einfach mal, ob wir den hier verwenden. Oder vielleicht den hier. Oder den Rabiot. Packen wir einfach mal hier rein und vergleichen mal hier die Preise. Spieler auf Transfermarkt suchen. Okay, das ist jetzt der Wants to Watch. Den wollen wir natürlich nicht. Dann nehmen wir den da. Und der kostet ungefähr 2000 Coins. Rese kostet, glaube ich, 3000, wenn ich mich nicht irre. Rabiot bekommt man für 1500 und Thiago Motta, ja, um die 2000. Jetzt schaue ich aber trotzdem nochmal, was Rese kostet. Damit wir hier auch wirklich den günstigsten Spieler wegschicken. Ja, Rese kostet hier nur 1300, habt ihr gerade gesehen. Also nehmen wir natürlich den Rese. Der wird bei euch natürlich noch einen Chemie weniger haben als bei mir, aber man braucht nur 95 Chemie. Das heißt natürlich, wenn ihr wenn ihr 10 Spiele habt, die auf 9 Chemie sind, kommt ihr auf 90 Chemie. Das heißt, ihr braucht noch 5 Chemie auf der ZOM-Position und Jesse hat auf der ZOM-Position nur 3 Chemie. Das heißt, das würde nicht funktionieren. Oder es würde doch funktionieren, da ihr hier einen Rechtsverteidiger hinstellen könnt. Ich habe hier einen RM stehen auf Rechtsverteidiger. Der hätte dann bei euch 9 Chemie, hätte dann 93 und mit Rese hättet ihr dann 96 oder nee, 95 Chemie. Genau. Und das ist dann. Oder habe ich mich jetzt hier verrechnet? Nee, das dürfte so passen. Aber ich würde euch trotzdem raten, also falls ihr euch nicht sicher seid, kauft am besten einfach einen von den drei Spielern hier, habt ihr gesehen. Die sind auch ziemlich günstig. Krychowiak oder Rabiot, würde ich sagen. Die waren die günstigsten, den könnt ihr dann hier auf ZOM spielen lassen.
Rabiot eignet sich wahrscheinlich am besten als ZM, bekommt dann auch 7 Chemie, glaube ich, und kauft dann einfach einen Rechtsverteidiger. Und dann sollte das kein Problem sein, wir schicken das ab und holen uns unser Premium-Goldspieler-Set und gehen gleich weiter zur nächsten Challenge, mal schauen, was wir hier im Angebot haben. Wir brauchen hier mindestens 3 Spieler von FC Genua, mindestens 3 von Sampdoria Genua. Spielerqualität muss genau Gold sein. Wir brauchen mindestens 70 Teamchemie, 90 Teamchemie und 11 Spieler im Team. Das seht ihr jetzt mal hier meine Spieler, die ich habe. Ich habe jetzt die im Verein gehabt. Das ist Perrin im Tor von Genua, von FC Genua, Gentiletti und Miguel Veloso. Und wenn wir hier mal die Preise vergleichen, werdet ihr sehen, dass die aktuell richtig teuer sind. Weil eben wegen dieser Challenge werden die gebraucht und da kosten die gleich mal 5000. Normalerweise sind die für 950 zu haben, zumindest Veloso. Und der wahrscheinlich für noch weniger. Und meine Spieler von Sampdoria Genua sind auf jeden Fall hier der rechte Mittelfeldspieler. Da müsst ihr vielleicht dann auch schauen, dass ihr einen rechten Verteidiger verwendet. Und den könntet ihr dann vielleicht sogar als ZM, da hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Chemie, da hat er 6 Chemie und ja, das hat er als Rechtsverteidiger auch. Also das könnte, denke ich, auch gehen, weil man braucht hier nur 90 Teamchemie. Und meine anderen beiden Spieler sind die Stürmer Muriel, der kostet ungefähr 2000 aktuell, genauso wie Antonio Cassano, den ich auch gekauft habe gerade eben, für 2000 Münzen. Und dann ist es, denke ich, gut. Man braucht keine seltenen Spieler unbedingt, aber es wird sich nicht viel geben vom Preis, weil die Spieler aktuell von den beiden Vereinen ziemlich überteuert sind. Und dann würde ich sagen, schicken wir das auch einfach mal weg. Bekommen das Premium Jumbo Gold Set, Jumbo Premium Gold Set und gehen direkt weiter zu Ajax gegen Feyenoord. Dort brauchen wir mindestens 2 Spieler von Feyenoord, mindestens 2 von Ajax Amsterdam, mindestens 6 Nationalitäten, Spielerqualität genau Gold und Teamchemie 95 und 11 Spieler. Und das seht ihr hier schon mal. Wir haben hier einige Ajax Spieler drin, einige oder 2 PSV Spieler nur, ne 3. Und 5 von Ajax, 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und unsere Nationalitäten bekommen wir hier vom Torhüter, der Eloy Rom, der ist aus den niederländischen Antillen. Dann haben wir hier 3 Holländer, ZM, IV und RV, den brasilianischen Innenverteidiger, der 34 Pace hat, der weiß nicht, ob der aktuell für einiges geht, der hat 3000. Ist natürlich so eine Sache, in der holländischen Liga gibt es nicht allzu viele Nationen, habe ich festgestellt, für die verschiedenen Positionen. Die meisten sind wirklich Holländer, deswegen sind die aktuell ein bisschen überteuert. Deswegen habe ich hier auch einen rechten Flügel als ZDM und einen rechten Flügel als ZOM drin. Das funktioniert bei mir aufgrund der Loyalität, wie immer. Und ich habe euch aber hier unten ein paar Alternativen reingepackt, die ihr verwenden könnt. Zum Beispiel den Gudeli könntet ihr hier auf ZM spielen lassen, auf ZDM spielen lassen und den El Amadi zum Beispiel jetzt hier für den anderen RF und dann wird, ach nee, dann passt es mit der Nationalität nicht mehr, weil Ziyech auch Marokkaner ist, deswegen müsstet ihr dann hier Guardado spielen lassen und dann würde das auf jeden Fall funktionieren. Dann habt ihr alle Kriterien erfüllt. Ich packe jetzt einfach wieder meine rechten Flügel hier rein. Es klappt wirklich nur bei mir so. Außer ihr habt die Spieler auch mit Loyalität, dann funktioniert das. Ihr seht, ich habe wirklich nur 95 Chemie jetzt mit der Mannschaft. Und alle Spieler haben Loyalität, das heißt, beziehungsweise den Innenverteidiger nicht. Das heißt, 10 Chemie weniger eigentlich. Weil natürlich die RFs beide nur 3 Chemie haben, beziehungsweise 2, wenn ihr sie euch kaufen würdet. Und deswegen auf jeden Fall einen von den 3 Spielern, oder hier von den beiden Spielern hier nehmen, besser gesagt, den könntet ihr nicht verwenden, außer ihr ersetzt Ziyech. Und dann habt ihr die Challenge dann auf jeden Fall auch abgeschlossen, wenn ihr darauf achtet. Und dann bekommen wir das Goldspieler-Set, wieder 1000 Münzen.
und gehen zur letzten Challenge, Celta Vigo gegen Deportivo La Coruña. Dort brauchen wir mindestens drei Spieler von Celta Vigo, genauso wie von Deportivo La Coruña. Spanier genau 11, 78 Teambewertung und 95 Teamchemie. Dafür bekommen wir einen Draft-Token. Und da habe ich hier schon mal eine kleine Mannschaft zusammengebaut. Ich bin mir da allerdings noch nicht sicher, ob wir hier auf die volle Gesamtbewertung kommen, die wir hier brauchen. Ich habe zumindest jetzt hier mal ein paar Spieler gekauft von Celta Vigo mit 78, mit 77. Die haben beide 2000 gekostet. Und dann habe ich zumindest schon mal die Spieler von Celta Vigo. Habe ich jetzt sogar schon drei Spieler drin. Und jetzt haben wir noch den Linksverteidiger, der ebenfalls aus Spanien kommt. Das ist der Navarro. Und der war richtig teuer. 5400 Coins hat der mich gekostet. Den packen wir in den Verein. Und da haben wir jetzt das Problem, nämlich, dass wir keine 78 Teambewertung haben und auch keine drei Spieler von La Coruña. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch einen Torwart aus Spanien von La Coruña. Und da schauen wir einfach direkt mal rein, wen wir da im Angebot haben. La Coruña, der Ruben, den könnten wir verwenden. Kommen wir dann auf 78 Teambewertung? Nein, kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen eine andere Position ersetzen von La Coruña und müssen hier einen anderen Torwart verwenden. Den Roberto habe ich, glaube ich, im Verein, genau. Mit dem kommen wir auch nicht auf 78 Teambewertung. Und jetzt brauchen wir noch einen Spieler von La Coruña. Mal schauen, wen die so haben. Einen Rechtsverteidiger, einen 79er ZM. Dann nehmen wir einfach mal den höchstbewerteten. Und wenn wir den hier reinpacken, haben wir 78 Teambewertung und es würde funktionieren. Das heißt, wir müssen hoffen, dass der jetzt nicht zu teuer ist. Aber das sieht wirklich aus, als wäre der mega teuer. 7000, 6900. Schauen wir einfach mal noch nach einer anderen Alternative, die wir dann beide vergleichen können. Die hatten ja noch einen, glaube ich, der auch 77 hatte als ZM. Vielleicht auch mal ZDM schauen, was die da so im Angebot haben. Der hat 74. Den wollen wir eigentlich nicht unbedingt nehmen, weil wir ja die Teambewertung brauchen. Und der hat 65. Also es gibt eigentlich keine Alternativen für ZM von Deportivo. Deswegen müssen wir uns jetzt wohl mit dem begnügen. Und wir bekommen ja ein Draftset. Von daher sind das 15k, die wir hier eigentlich ausgeben können. Und dann würde ich sagen, kaufe ich den jetzt hier direkt mal auf dem Transfermarkt. Ich hoffe, wir kriegen hier mal einen günstigen gerade. 6200 gibt es keinen. 6600. 6500. 400 ist der günstigste. Na gut, da müssen wir wohl jetzt durch. Nehmen wir den und dann haben wir die Challenge abgeschlossen. Und da ist es wirklich von Vorteil, kann man jetzt sagen, wenn man viele Spieler im Verein hat aus der Liga, wenn man alles, was man irgendwann mal in ein Pack zieht oder so, in den Verein packt. Weil die werden irgendwann, wenn solche Challenges rauskommen, total überteuert und dann ist es gut, wenn man die im Verein hat. Ich hatte die leider jetzt nicht, aber wir haben die Challenge jetzt trotzdem abgeschlossen. Ihr seht hier nochmal, ich hatte einige Spieler im Verein davon, vor allem die, die nicht bei Deportivo oder bei Celta Vigo spielen. Und deswegen würde ich sagen, schicken wir die Mannschaft so ab. Hier den Aspas, den Stürmer, müsstet ihr eventuell dann umwandeln zum ZOM, falls es nicht klappt. Aber ihr braucht ihn auch nicht unbedingt, weil ihr habt ja hier noch zwei von Celta Vigo schon drin in der Innenverteidigung. Ich packe jetzt einfach mal den rein, der funktioniert auch. 75er. Da brauchen wir den seltenen nicht verwenden. Das ist gut und deswegen schicken wir die Mannschaft ab, haben die Gesamtchallenge abgeschlossen, holen uns das Draft-Token-Set und die Top-Partien sind abgeschlossen. Und dafür bekommen wir dann auch nochmal 5000 Münzen. Also ich würde mal sagen, alles in allem macht man da kaum Verlust, wenn die Packs sehr, sehr schlecht sind. Also ich schaue einfach mal, was wir jetzt so bekommen. Wir haben auf jeden Fall Premium Jumbo,
Gold-Set, das Draft-Token-Set mache ich gleich mal am Anfang auf. Da ist dann in der Regel, da ist sogar ein Spieler drin. Colocini dürfte das gewesen sein. Und der Draft-Token natürlich, den holen wir uns ab. Und die können wir abstoßen, die sind nichts wert. Dann machen wir das Goldspieler-Set. Ein Goldspieler, ein seltener nur. Und mal schauen, wer es ist. Auf jeden Fall kein guter, seltener Spieler. Es ist wahrscheinlich wieder ein Silberspieler. So ist es auch. Und die packen wir einfach alle in den Verein. Dann schauen wir mal, ob von denen hier noch einer was wert sein könnte. Lazio, Fulham brauchen wir eigentlich alles nicht aktuell. Deswegen stoße ich die ab. Und ich würde sagen, wir machen erstmal das Premium Goldspieler-Set. Hoffen auf einen richtig guten Spieler. Und wer wird es sein? Es ist Julio Cesar von Benfica. 83er Karte immerhin. Und André Schürrle, der ist auch noch ein bisschen was wert. Glaube ich zumindest. Ja, 4000 ungefähr. Das ist wahrscheinlich sogar. Ja, der ist sogar Mindestpreis. Das heißt, der geht aktuell nicht weg für den Preis. Da müssten sie mal die Preisspanne anpassen. Ich stelle den jetzt einfach mal drauf für den Mindestpreis. Vielleicht geht er ja trotzdem weg. Granero, ob wir den vielleicht verkaufen können wegen der Challenge? Nein, der ist aktuell auch nichts wert. Deswegen speichere ich die im Verein. Was haben wir hier noch? Die MLS-Spieler kann man immer mal verkaufen. Der ist zwar nichts wert, vielleicht der aus der portugiesischen Liga hier. Auch nicht, wie es aussieht. Und Julio Cesar, den können wir auf jeden Fall mal draufstellen. Der wird auf jeden Fall weggehen. Den Rest stoße ich ab und dann kommen wir auch schon zum letzten Set, zum Premium Jumbo Premium Gold Set. 20 Gold, selten. Und hoffen wir, dass da jetzt vielleicht mal wieder eine Screamkarte dabei ist oder ein Inform. Ich öffne einfach mal das Pack, wir drücken die Daumen und mal schauen, das sieht nicht allzu gut aus. Ah, Zabaleta ist nicht so schlecht. Manchester City, die Spieler sind aktuell immer einiges wert gewesen. Und haben wir auch noch leider keinen von Deportivo oder von Celta Vigo. 3100 ist Zabaleta nur noch wert. Naja, den packe ich in den Verein. Die können wir, denke ich, auch nicht verkaufen. Schauen wir mal, was wir sonst noch so haben. Vielleicht noch ein Duplikat. Nee, leider nicht. Dann stoßen wir die ab und beenden das Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und meinen Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Für mehr Squad Building Challenges, Gameplay, Draft und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Jules. Haut rein.